Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Let's Play Astrokolonie. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass uns Sauerstoff fehlt. Das sind die da. Der produziert. Und der muss auch produzieren, sonst haben wir ein Problem. Und wie man sieht, da ist Wasser drin und das scheinen 10 Einheiten zu sein. Gut, das heißt, das haben wir schon mal. So, Roboter, wo bist du? Keine Aufgaben? Dann mache ich mal Folgendes. Dann verbinde ich das auch. Nein, nicht teilen. Sauerstofftank. So, und das heißt, der macht jetzt aus Eis Wasser und der macht aus dem Wasser dann wieder Sauerstoff. Okay. Okay, das heißt, der braucht dann doch wieder. Was müssen wir dann als nächstes machen? Also der braucht scheinbar doch Eis. Wo ist mein Roboter? Hallo?
Jo. Gut. Das ist auch in Ordnung. Strom haben wir genug. Da ist kein Eis mehr. Okay. Was ich immer noch nicht weiß, wie ich irgendwas abreißen kann, denn ich, wie gesagt, ich würde das eigentlich gerne nach unten legen. Aber das müssen wir vielleicht erstmal erforschen. Dann gucken wir doch mal. Asteroiden fangen ist schon mal gut. Zerstörung ist auch gut. Arbeitsplatte hört sich gut an, Schmelzen hört sich gut an und Booster hört sich gut an. Und dann möchte ich diese Sauerstoffbarriere. Weil ich weiß, dass ich die hier irgendwo ziemlich mittig hinsetzen kann. Und dann sorgt die dafür, dass ich, wenn ich hier drin bin, mal gucken, die 4 ist die Schmelze. Und die 5 ist der Asteroidenfänger. Den brauchen wir noch, da machen wir aber gleich noch was zu. Gut, dann gucken wir mal bei F2. Was ist die 3? Boden glänzend schwarz. Und 4 ist Boden. Platte blau. Okay, da ist es nicht bei F3. Die 3. Sauerstoffbarriere. Da fehlen uns 2 Goldbarren. Das heißt, wir müssen erst die Schmelze bauen. Was war das? Die 4 oder die 5? Das heißt im Endeffekt, wir werden jetzt in Zukunft beigehen und sämtliche Erze da reinpacken und nicht mehr im Inventar verarbeiten. Wo war das I? Das aus und das aus. So, und das bauen wir je nach Bedarf. So, da haben wir einmal das.
Und dann war es die 3. Jawohl. So, genau in die Mitte. Sauerstoffgenerator. Gut. Das heißt, wir bauen jetzt mal auf jeder Seite hier so 2 von diesen Asteroiden-Catchern. Also die fangen das ein. Genau. Setzen wir so ziemlich auf die Ecke. Nicht ganz, sondern das Ding daran. So, und dafür brauchen wir Eisenbahn. Dann wollen wir doch mal zusehen, dass wir Eisenbahn kriegen, oder? Das war nur Kohlenstoff. Stoff, Kupfererz. Gut. Dann wollen wir mal hier Eiswürfel reinpacken. Da haben wir nicht viele von, 3 Stück. Die Eiswürfel kommen hier mit rein. Jawohl, ja. Dann kommt hier Gold, Kupfer, Eisen. So.
So, dann gucken wir mal. Die 5. 3 von 5. 3 Eisen, 5 Stück brauchen wir. Also, weiter geht's. Ich sage mal, wenn ich einen habe, dann kann ich ja erstmal gezielt Eisen sammeln. Wieder Kupfer. Hier kommt erstmal wieder die Kohle rein. Hier kommt das Eis rein. So. Und? Jawohl, ja. Und da fehlt mir wieder ein Eisen für. Okay. Ups, nein. Den wollte ich. So, das heißt, wir brauchen ein paar Kupferdrähte. Sechs, neun, zwölf. Reicht erst mal. Zack, den haben wir. Und der ist in Wartephase. Warteposition, nicht Wartephase. Naja, mit Escape komme ich da nicht raus. Mit V auch nicht. Mit Q. Okay. So, das wollen wir schon mal raus. Da ist der, ist ein Ausgang und da ist ein Ausgang. Wenn man jetzt ein Förderband nimmt und das einfach da rein. Beziehungsweise da rein, weil das andere kann man ja dann da rein machen, dann würden die beiden
So, komm, holen wir uns den hier. Wobei er sagt, der hat Eis und Kupfer. Wie war denn das? Den hole ich mir mal. Und den hole ich mir. Und was hatte ich gesagt? Mit Q, ne? Genau. So, hier können wir schon mal wieder das und das reinpacken. Hier hinten kann Wasser rein, also beziehungsweise Eis. Und der kriegt eine Kohle, habe ich gar nicht dabei. Okay. Das da rein und hier kommt das rein. Wieso kann ich den jetzt nicht? Ich glaube das nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich da jetzt nicht? Einfach mit F. Okay, das geht auch. So, den holen wir uns. Und den holen wir uns. So, wie sieht denn das aus? Vier Stück, vier Eisenbahnen haben wir, fünf brauchen wir.
Gut. So, jetzt habe ich genug. Und jetzt kann ich den zweiten Asteroidenfänger bauen. Den setze ich hierher. Ne, den setze ich in die Richtung. Was denn da die Feuerrichtung hat? Das war die 5. So. Und die 3. Das muss ich selber machen. Okay. Eins, zwei, drei, viermal. Okay, das ist die Map. Das scheinen irgendwelche größeren Asteroiden zu sein, da oben auch. Okay. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.